ich investiere in ein neues Baby. Es ist etwas echt Krasses. Einfach ein Schiff. Also meine Freunde, ich rede nicht viel rum. Ich würde mal sagen, zieht euch einfach mein neues Baby ein. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ich bringe am 30.08. meine erste Single raus. Mein Künstlername Alush, meine Single Juice. Seid gespannt, überkrasses Video, Leute. Boom, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei einem neuen Video. War zu laut oder war okay? Das war, glaube ich, ein bisschen zu laut. Zu laut, okay, wir fangen es nochmal. Machen wir nochmal runter. Und? Boom, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen auf einem neuen Video. Ich glaube, das war noch lauter. War zu laut? Mach weiter. Machen wir mal weiter. Ja. Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich begrüße euch in meinem neuen Video. Und zwar, meine Freunde, wie ihr im Titel schon erkennen könnt, habe ich mir endlich ein neues Auto zugelegt, Leute. Mein Audi A4, mein allererstes Baby. Mein Kronjuwel ist leider schon weg. Aber Leute, ich habe ganz, ganz schnell einen Ersatz gefunden. Der Abschied von meinem Audi fiel mir so schwer, Leute. Aber als ich mein neues Baby entdeckt habe, dachte ich mir, es muss sein. Es ist einfach Zeit für Veränderung. Ich habe dieses Auto mit 190.000 gekauft und habe es bis 230.000 gefahren. Also der Motor hat langsam nicht mehr mitgemacht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich investiere in ein neues Baby. Nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu viel, nicht zu wenig. Aber Leute, es ist etwas echt Krasses. Sollen wir es den Leuten zeigen? Sollen wir es zeigen? Also meine Freunde, ich rede nicht viel rum. Ich würde mal sagen, zieht euch einfach mein neues Baby rein. بس که طواف کردمت مرا به حج نیاد So, meine Freunde, X5 BMW, mein Baby, Leute, mein Baby. Das ist dreckig, Alter. Wo wird dreckig das? Du gibst einen Kuss. Ja, das Baby wird auf jeden Fall die Tage geputzt. Auf jeden Fall, meine Freunde, ich bin überglücklich. Es ist so ein wunderschönes Auto. Ich fühle mich so wohl. Es ist einfach ein Schiff. Ein Riesenschiff. Wir steigen mal direkt ein. Und ich zeige euch mal direkt, was für Extras das Ganze hat. Also wenn es nachts ist und man die Tür öffnet, sieht man hier direkt das BMW-Emblem. Das sieht so nice aus. Ich zeige euch das direkt in einem anderen Ausschnitt. Ich würde mal sagen, zieht euch mal diese krasse Farbe rein. Einfach weiß Leder. Und es ist einfach so riesig. Es ist so krass riesig, ne? Und Leute, weiteres Extra, was ganz, ganz wichtig ist. Dieser BMW hat eine Fußablage oder keine Ahnung, wie man das nennt, damit man einsteigen kann. Ich schwöre euch, man fühlt sich hier einfach so wohl. Es ist eine limitierte Edition, wie ihr hier seht. 10 Jahre X5, davon gibt es genau 500 Ausstellungen und das ist genau das 40. Auto, was ich sehr krass finde. Das hat eine extra Anfertigung hier mit dieser ganzen Naht und so. Dieses ganze Leder ist hier mit der Naht irgendwie, keine Ahnung, was die Besonderheit ist. Auf jeden Fall, es ist eine krass limitierte Edition und die Innenausstattung ist einfach zu heftig. Es ist auf jeden Fall ein riesen Unterschied zu meinem Audi, Alter. Es ist viel lauter und er schluckt viel mehr. Ich habe es auf jeden Fall mit einer Laufleistung von 169.000 gekauft. Es ist kein Neuwagen, aber Leute, ich bin ziemlich zufrieden damit und ich hoffe, es wird auf jeden Fall lange halten. Deswegen macht kein Auge. Ich will mal sagen, wir setzen uns kurz einmal nach hinten und schauen uns den Kofferraum mal an. Auf jeden Fall habe ich meine Mitfahrer nicht vergessen. Hier hinten ist ordentlich Platz. Aber ich würde mal sagen, richtig Platz für einen wunderschönen Monopoly-Abend, oder nicht, Jamal? Jo. Ja, und auf jeden Fall eine schöne Aussicht aus diesem riesen Panoramadach hier oben. Arm den Herz auf jeden Fall auch. Kann man sein schönes Getränk da hinstellen. Alter, das wusste ich gar nicht. Oh, shit, Digga, das wusste ich ja gar nicht.
Mann, was das Auto hier alles zu bieten hat. Es ist für mich einfach so ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Leute, ich habe schon immer von einem SUV geträumt. Und ich habe es einfach mit 21 Jahren geschafft, mir einen eigenen SUV zu leisten. Ohne Leasing, ohne Finanzierung, mir das selber erarbeitet. Und ich habe es mir einfach selber erbaut mit meinen eigenen Ersparnissen und bin ziemlich stolz drauf. Auf jeden Fall auch Glückwunsch von mir. Dankeschön, Jan. Fahr mal vorsichtig. Danke dir. Mach ich niemals auf einschlafen auf Rückfahrten. Ach Quatsch, und so. Digga. Ach Quatsch. Ich fahre auch immer langsam. Ab und zu werde ich mal geblitzt, aber... Das gehört dazu, würde ich mal sagen. Ich würde mal sagen, ich zeig dir noch das Highlight, den Kofferraum. Ja. X5 hat ja so einen riesen krassen Kofferraum. Komm mit nach hinten. So. Automatik-Kofferraum, das heißt, ein Klickfunktion und es öffnet sich. Ja. Das war bei deinem A4, glaube ich, nicht, oder? Nein. Was noch dazu kommt, ist diese geile Ablage. Guck mal, wie riesig das ist. Guck mal, wie riesig das einfach ist. Ja, hier liegen noch ein paar Speicherkarten, mit denen wir gerade arbeiten, aber direkt auf so einem Verdeck. Auf jeden Fall habe ich auch mitbekommen, dass das Auto X5 ist einer der meistgeklautsten Autos ist überhaupt. Deswegen hab ich auch schon gehört. Muss ich auf jeden Fall aufpassen. Es gibt viele Dokus auf jeden Fall. Ich würde damit nicht nach Frankreich fahren. Ah, ganz krass, was wir vergessen haben. Mein Kennzeichen. Oh ja. Guck dir mein Baby an. MIRI 1097. Verstehst du, was ich meine? Film mal einmal meinen Rücken. Ja, film mal meinen Rücken. Ali Miri 97. Ah, okay. Verstehst du? Ich dachte, die 10 Miri oder so. Nein. Miri. Einfach Miri für meinen Namen. 10 für Oktober und 97 für mein Geburtsjahr. Ich hoffe, dass ich irgendwann die 10 noch wegbekomme. Dann sieht das viel geiler aus. Einmal Miri 97, Alter. Ja, aber das hat schon einer mit. Das hat schon leider jemand mit. Aber ich kämpfe drum, Digga. Ich kämpfe drum. Ja, Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin überstolz auf das Auto. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Geld dafür investiert. Aber also, ich würde mal sagen... Ich bin Zeuge, Ali träumt schon ganz lange von so einem Auto. Jo. Er hat schon so oft... Er wurde auch schon so oft enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Ich schwöre, wie oft wollte ich schon eine X5 holen, das hat nicht geklappt. Ey, wir gucken uns nächste Woche an, wir holen uns das ab, aber es hat immer nicht geklappt. Es hat nie geklappt. Und jetzt hat es einfach geklappt. Jetzt hat es geklappt, Alter. Und ich hoffe auch, dass es wirklich lange hält. Und macht auf jeden Fall kein Auge, Leute. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen eine kleine Probefahrt und cruisen ein bisschen durch Minden. Komm mit, Jamal. Leute, was dazu kommt, was ich an diesem Auto richtig krass finde, ist, dass man diese Lieder, die man hier im Auto speichert, sich direkt auf einer internen Festplatte speichern. Das heißt, sobald ich einen USB-Stick mit 5 oder 6 Songs reinstecke, brauche ich den USB-Stick im Prinzip nicht mehr. Ich kann den rausnehmen und kann die Songs hier immer drauf hören. Das finde ich übertrieben geil. Falls mal das Handy aus ist oder keine Ahnung. Ja, Mann! Ja. Was sagst du zu X5? Bruder, ich kann mich über das Auto nicht beschweren, ganz ehrlich, Digga. Bruder, Glückwunsch zum Auto, oder? Danke, Bruder, mach's gut, ja. Auf jeden Fall, Leute, ein genau dasselbe Auto wie ich. Also, was soll ich noch verbessern? Oder Rückleuchten. Rückleuchten, ja. Auf jeden Fall abdunkeln ein bisschen. Ja. Xenonlack reinmachen. Und ich würde mir noch deine Felgen schwarz machen, wo ich die ganze Zeit. Oder ich will mein ganzes Auto folieren lassen noch. Ich will mal gucken, vielleicht. Ich schwör's dir. Voila. Ja. Also, ich hab Felgen lackieren, das 50 Euro kostet, aber ich glaube, mein Gott, guck das mal an. 50 Euro, Bruder. Total aus. Ja, ab nach Kosovo. Ab nach Kosovo. Auf nach Kosovo. Ja, Leute. Ich muss den Leuten ja auch zeigen, wer das Sagen hat. Verstehst du, was ich meine? Man kann ihn nicht einfach mit 30 oder 40 km/h auf die Straße fahren. Ich muss ihn direkt zeigen, man hat ein neues Auto. Und direkt auch Represent Minden. Versteht ihr? Mit einem Miri-Kennzeichen kannst du nicht unter 60 km/h in einer 50er-Zone fahren. Das ist einfach so hier. Das ist so. 50er-Zone, Minimum 70. Minimum. Auf jeden Fall, Leute, das Auto fährt einfach so krass. Es ist so ein Riesenunterschied zu meinem Audi A4. Und ich bin über krass glücklich, Leute. Ich schwör's euch. Ich hab einmal mein... Du kleiner... Er hat dich erkannt, Bruder. Warum fährt er so reingefahren? Ja, Leute, jetzt füttern wir mein Baby auch noch ein kleines bisschen. Also, meine Freunde, vergiss nicht, am 30.08. kommt meine Single raus. Juice, mein Name ist Alush. Freut euch auf Riesenprojekte von mir. Wir sehen uns das nächste Mal. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen fetten Daumen hoch. Wir sehen uns, abonniert meinen Kanal und peace. Schluckt er viel? Bruder, mein Baby schluckt richtig viel. Aber muss sein, Digga, muss ich mal gönnen.